Naomi Watts versprüht einen Hauch von Hollywood in Baden-Baden. Die Schauspielerin wird in der Kategorie international ausgezeichnet und richtet ihre Worte an junge Frauen. Stay connected to their dreams and gebt eure Träume nicht auf, kämpft für sie und erzählt eure Geschichte. Sie hat sich nie zum Schweigen bringen lassen. Nadira Murad hat den Völkermord an den Jesiden durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat im Irak überlebt. Sie wird für ihren Mut ausgezeichnet. Als Gesellschaft dürfen wir nicht länger wegschauen. Unsere Aufgabe ist es, diejenigen zu unterstützen, die leiden mussten. Emotional wird es auch, als Frank Elsner den Ehrenbambi für sein Lebenswerk erhält. Erst im April hatte er seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich besonders freue, dass meine Frau mich anlacht, obwohl sie mir nachher wieder erzählt, die Hose war zu lang. Und ein großes Thema auf dem roten Teppich, der Klimaschutz. Was tun die Promis? Das fängt natürlich ganz banal eigentlich bei Mülltrennung an und natürlich der Versuch, so gut es geht, auf Plastik zu verzichten. Jeden Tag ein bisschen mehr, weil ich bin der Meinung, man muss nicht 100% perfekt sein, aber es ist wichtig, dass sich jeder von uns so ein bisschen auf den Weg macht. Ich gucke tatsächlich, dass ich die meisten Flugstrecken, wo man auch easy mit der Bahn fahren kann, vermeide. Also mehr mit dem Zug unterwegs. Und mit dieser Einstellung sahen Sänger Max Giesinger auch gleich den Publikumspreis ab. Die meisten Lacher sichert sich am Ende Schauspieler Bjarne Mädel zu gar nicht bescheiden. Nur noch einen Satz, der mir wirklich sehr, sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Ich sage das mit aller Vehemenz. Ich werde auch in Zukunft weiter Preise annehmen. Vielen, vielen Dank. Danke. Es ist ein Abend der Vorbilder. Es geht um Zukunftsfragen und Menschen, die sich einsetzen, nicht nur auf der großen Bühne.